Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir fahren heute in Urlaub. Das ist Marie, die läuft fast in meinen Finger rein. Und wir haben gerade die Dreh- und Trinkmaß kreiert, ne? Was ich sonst mit Hannes mache, das geht natürlich auch mit Marie, aber halt nicht mit Bier, sondern mit Dreh- und Trinkgetränken. Wenn ihr die kennt, schreibt es mal in die Kommentare und guckt euch doch mal diese farbenfrohe Vielfalt an und wie viel Plastikmüll hier rumliegt. Die Wespe freut sich, die kann die süße Blöre trinken. Und ansonsten fahren wir jetzt gleich los in Urlaub und ich weiß nicht mal wohin. Ich weiß nur, man fährt ungefähr eine Stunde und dann gucke ich mal, was uns da erwartet. So sieht das dann aus, wenn man versucht, mit dem Fahrstuhl das Gepäck runterzufahren. Und hier haben wir Hip-Baby-Windeln und hier haben wir Schwimmwindeln. Und was da drin ist, das windeln wir euch gar nicht sagen. So, und dann merkst du, dass du das erste Mal mit dem Baby in Urlaub fährst und dass du deine Reisesachen gar nicht mitnehmen kannst, weil alles schon voll ist mit Kinderwagen und noch mehr Windeln. Was ist das? Brav, ja. Dein Katzi, dein Katzayashi ist auch dabei. Juhu! So, während die Mädels im Hintergrund verzweifeln wegen ihren Koffern, hat der Ramses jetzt mal das T-Shirt gewechselt und zieht jetzt hier das schöne Team Scoville-Shirt an für den Urlaub. Für bestes Urlaubsfeeling. Es ist nämlich knüppelheiß. So, das war Natururin auf der Autobahn. Und das war Natururin im Tunnel. Und generell, guckt euch mal an, wo wir hier stehen. Wir sind nämlich gleich da. Jetzt habe ich schon das Ortsschild gesehen, also wie der Ort dann heißt. Und wenn ich mich rumdrehe, seht ihr schon, wir sind wieder mal am Arsch der Welt. Aber hier habe ich dieses schöne Bushäuschen gefunden. Richtig genial. Ort fängt mit G an und hört mit Schwitz auf. Jetzt könnt ihr ja raten. Wir sind angekommen in, jetzt kann ich euch auch den Namen verraten, in... Nicht Gorschwitz, weil das wäre ja eine brutale Filmrichtung Gore. Wir sind in Groschwitz. Groschwitz bei Rudolstadt, Saalfeld in der Nähe, irgendwas. Ich habe mir jetzt hier einen Parkplatz gesucht, unter der Hecke, hinter den Bäumen. Und schaut mal, dieser schöne Baum, der lädt schon ein. Und da drüben ist das ganze Gelände, worum es eigentlich geht. Das sind auch die Wohnungen. Dieses Ferienzeugs. Ich werde euch jetzt erstmal die Einfahrt zeigen. Pupsi, Marie, Jonas, die sind auf dem Zimmer. Die wollen gerade ihre Sachen ausräumen. Ich bin jetzt zurück, habe das Auto weggebracht. Möchte euch jetzt mal zeigen, was ich gesehen habe, als ich hier reingerollt bin. Also das ist der Parkplatz. Da ist der Hof, wo geparkt wird. Und genau hier außen gegenüber ist ein Zaun. Und da sind Ziegen drin. Hier ist auch ein Infoschild dazu. Wir sind Zwergziegen und heißen Hänsel und Gretel. Wir wohnen hier mit unserem Papa Hugo. Unser Bauer weiß genau, was uns gut tut und versorgt uns ausreichend mit Futter. Bitte füttert uns nicht. Eure Essensreste vertragen wir nämlich nicht. Wir bekommen Bauchweh oder sterben sogar davon. Da ist jetzt hier ein riesengroßes Gehege. Da ist Heu. Und da geht es noch ein Stück weiter. Und da sind Ziegen drin, Zwergziegen. Da laufen wir mal rum und zeigen euch mal die Zwergziegen. Hallo, Mr. Schwarzkopf. Und da ist noch eins da. Ja, aber da war du. Ich komm nicht hin. Hallo, Mr. Schwarzkopf. Vor allem, ihr geht im Tierpark nach Suhl. Dabei gibt sie hier gratis. Adi, Schatz. Alles Gute. Futter habe ich nicht, kein Problem. Kannst immer auf den Bobs hauen, ja. Oh, guck mal, der hinten rastet aus und randaliert. Der macht seinen Baum kaputt. Hugo, was geht ab? Die heißen Hänsel und Gretel und Hugo. Also Hugo ist der Vater. Hänsel und Gretel sind die Kinders. Wer ist wer? Das Hu ist Hu von Groschwitz. Man kennt es. Jo, die Ziegen sind im Haus. Und gucken raus. Die haben sogar Schaukeln. Krass. Ist auf jeden Fall übelst das Gelände. Haben sie viel Auslauf, viele Bäume, viele Stämme, viel Action und Spaß.
So, ich weiß nicht warum, weil das ist ja eigentlich nur Natur und Stein, aber ich finde, selbst das sieht irgendwie interessant aus. Das muss ich unbedingt filmen und mit ins Video packen. Natur pur. Schon wieder so ein Zipfel. So, das war die Einfahrt. Von da drüben sind wir gekommen. Da fahren die LKWs, die Autos. Hier ging es einfach rein, abgelegen. Da ist ein großes Feld, wo schon ein paar Korni-Riegel zusammengeflochten wurden, die dann später noch verschweißt werden und im Handel angeboten. Hier drüben ist ein Feld, da sind lauter Sonnenblumen drauf. So sieht das dann aus, wenn wir ein Stück weiter im Sonnenblumenfeld drin stehen. Das sieht eigentlich gut aus, würde ich mal sagen. Hier noch eine, riesengroß. Das ist die größte von allen. Habt ihr schon mal eine Sonnenblume gesehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und hier ging es dann hoch, diese Einfahrt, und da ist auch schon das Ortsschild. Ortsschild Großschwitz, Stadt Rudolstadt, Landkreis Saalfeld, Rudolstadt. Auf der Rückseite sehen wir Rudolstadt, noch 8 Kilometer, Großschwitz vorbei. Hier seht ihr eine Abbildung meines früheren Lebens vor Pokémon Go. Und hier seht ihr eine Abbildung von meinem Leben mit Pokémon Go. Sieht viel besser aus, viel natürlicher, viel klarer. Und außerdem liegen da Eier in dem Haus. Wenn wir schon beim Thema Pokémon sind, hier seht ihr eine Gans. Da kann man drauf drücken, dann macht die auch Geräusche. Wir krauen sie mal kurz an der Brust. Das mag die Gans ganz doll. Seht ihr, wie sie sich freut? Perfekt. So, hier ist dann der Eingangsbereich. Da könnt ihr mit dem Auto reinfahren, wenn ihr die Sachen erstmal zur Unterkunft bringen wollt. Hier haben wir nochmal ein schönes Begrüßungsschild. Domäne Groschwitz, Urlaub und Erholung in Thüringen, Ferienhof, Hofladen, Festscheune, herzlich willkommen. Und da geht's rein und da geht's hoch und da ist unsere Festung. Von hier habt ihr auch richtig fett Wanderwege rund um Groschwitz. Jetzt wisst ihr nämlich auch, wie das heißt. Von 4 Kilometer bis 14,8 Kilometer ist da alles dabei. Das wäre wieder was für Natururin. Da ist eine Arena in Pokémon Go. Und hier habt ihr zwei dicke, fette Wegweiser. Einmal in weiß, einmal in grün. Hier steht Entfernung zu allen Orten olympischer Winterspiele der Neuzeit in Luftlinien. Und hier das gleiche nochmal mit den Sommerspielen. Die olympischen Sommerspiele der Neuzeit. Da steht zum Beispiel auch München, Rom, Rio de Janeiro, Barcelona, London, Atlanta. Hier drüben steht Sarajevo, Albertville, Calgary, Squaw Valley, Salt Lake City, Vancouver, Lake Placid, Sapporo. Da sind wir wieder beim Thema Pokémon Go. Das ist wie gesagt eine Arena in Pokémon Go. Diese geschnitzten Figuren. Hier habt ihr nämlich einen Jungen, der auf einen Baum klettert. Und hier unten sitzt Amale. Guck mal, wie sich's freut. Mit Zöpfen dran. Das hat keine Zöpfe. Und das sieht auch ängstlich aus, oder? Sieht das fröhlich aus? Hier ist noch das Muttertier dazu. Vielleicht ist auch der Vater. Sieht aus wie ein Indianer mit einem Buch. Das finde ich sehr gut. Herzlich willkommen. Hier können wir auch noch mal zeigen, wir stehen da, wo das X ist. Laufen jetzt hier rein und müssen dann da hoch zum Haupthaus. Ansonsten habt ihr hier so eine langgezogene, Subway-artige, 30 cm Footlong Sub-Remise. Was ist eine Remise? Ich weiß es nicht. Eins ist das Haupthaus, zwei ist das Nebengebäude, drei ist die alte Mühle, vier A-Stall, Pferdestall, Gewölbe, das ist aber da drüben, fünf Remise, sechs ist die Festscheune, wo auch immer davor gegrillt wird, sieben ist der Hofladen, der befindet sich hier vorne außen, und X ist Twitter, mein Standort, genau. Hier gibt es natürlich auch Wildverkauf. Gerade im Hofladen könnt ihr Rot- und Dammwild, Rott und Blauwild, aus eigener Aufzucht erwerben. Für mich ist das wahrscheinlich nichts, aber wir sollen, glaube ich, Sandras Papa mal eine Portion Hirsch mitbringen. Das ist ein Bobbycar. So, da hinter mir konnte man rein, dann konnte man durch das nächste Tor, nämlich nach hier, wieder ein Innenhof. Da kommt jetzt schon das Riesengebäude. Hier drüben ist auch eine Art Museum. Museum Alter Rinderstall. Könnt ihr auch nochmal sehen. Ist bestimmt ein Pokestop. Wenn nicht, kann man ja einreichen. Das ist ein Aschenbecher. Hier steht Remise Alter Kuhstall. Da stehen lauter Tische drin. Das ist gerade bestimmt zu. Da ist ein Lutscher. Das ist das Highlight bis jetzt. Da siehst du, dass du dich hinten auch raussetzen kannst. Wenn du hinten rausgehst, hast du wie eine Terrasse, kannst dich noch mal hinsetzen. Drüben ist lauter Sandkasten, lauter Spielzeug. Hier ist das zweite Bobbycar. Und hier bin ich. Und da ist nicht mal eine Hupe dran. Hier ein Traktor noch dazu. Hier ist ein Brunnen zum Eintunken.
Das ist immer wichtig, immer eintunken und an die Stirn, damit ihr nicht überhitzt. Hier oben sehe ich schon Tische, die aufgestellt sind. Da kann man sich abends sicherlich dann auch hinsetzen. Mein Plan ist in die Stadt gehen irgendwann, Bier kaufen und ein Bierchen trinken. Und dann habt ihr hier das Hauptgebäude. Hier drüben ist noch ein Laden, da kann man auch Sachen kaufen, Wurst kaufen, alles was da gemacht ist. Das ist das Hauptgebäude, da sind wir drin. Hier gibt es noch diverse Nebengebäude, das sind alles Ferienwohnungen. Hier stehen auch Fahrräder und alles bereit. Kannst du dir nehmen, kannst du mit rumfahren. Also ich nicht. Ich bin bestimmt zu groß dafür. Das dürfte aber alles hier kostenlos zur Verfügung sein. Fahrrad, Roller, noch mehr Roller, kleines Zeug. Für Marie wahrscheinlich zu klein. Für Jonas zu groß. Dann kommst du hier die Treppe rein. Und ich führe euch jetzt mal mit ins Zimmer, dass wir eine kleine Roomtour machen. Hier habe ich den Kinderwagen abgestellt. Frühstück ist auch dabei. Gibt's wie Buffet so aufgebaut. Gehen wir hier die Treppe hoch. Und da müsste die Tür sein. So, wenn man jetzt hier reinkommt, habt ihr direkt den Gang zum Zimmer. Hier in der Ecke steht ein Besen. Hier wird man von der Katze empfangen. Ferien auf dem Lande in Thüringen. Da hat Marie ihre Mütze hingehangen, die sie plötzlich seit dem Wochenende hat. Zack, hängen wir wieder zurück. Habt ihr hier noch eine Kommode, könnt ihr euer Zeug ablegen. Dann geht es direkt rein in die Küche. Habt hier einen schönen Küchentisch, Esstisch. Hier ist auch noch ein Kinderstuhl, hier sind normale Stühle. Hier habt ihr eine Karte vom Ferienhof. Da wird der Ferienhof nochmal vorgestellt. Die Gastgeber mit Herz, liebe Gäste und Freunde des Ferienhofs. Hier seht ihr diesen komischen Schwan von vorhin, da sind die Hühner. Dann habt ihr das ganze Gebäude, den ganzen Gebäudekomplex, das drumherum den Hof. Was das alles sind, auch der Weinkeller, der Hofladen, die Metzgerei, alles steht dabei. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen, A bis Z, was es alles gibt. Ausflugsmöglichkeiten in der Umgebung sind gelistet, die Spielfabrik in Saalfeld, dann ein Avenida Therme, Badesee, Kletterwald, Falknerei in Greifenstein, eine Feengrotte, Feenwäldchen, die Banken, die Erlebnisbäder, die Saunen, der Salemax, Apotheken, andere Sachen. Dann direkt der Hof, was da alles wichtig ist. Hier sind die Zwergziegen. Da ist nochmal schön was dabei. Haustiere, Grillplatz, Friseur. Die haben übrigens auch gesagt, dass jeden Mittwoch abends ab 18 Uhr in der großen Scheune wird gegrillt, ein großes Grillfest gemacht. Da kannst du für 17 Euro pro Person dabei sein. Da gibt es dann halt Wurst, Steaks, Bratwurst, Salate, selbstgemachte Salate, handgemachtes Brot, alles frisch, alles deliziös, fertig. Aber ohne Getränke. Und da habe ich gedacht, das ist zu teuer, ich bin eh nicht so der Grillfreund, deswegen lassen wir das weg. Im Sommer siehst du hier, was du alles machen kannst, ne? Was alles dabei ist, von A bis Z. Nochmal ein schönes Bild, das Ganze auch noch im Winter, was es da gibt, von A bis Z. Auch die Rodel, der Rodelhang, Oberhof, die Bobbahn, Skipiste, Therme, Winter-Events, Biathlon. Also das ist auf jeden Fall schön gemacht und zusammen, genau wie Feste feiern, Seminare, Tradition, Geschichte, alles hier aufgebröselt. Ihr nächster Aufenthalt, wunderbar. Das stellen wir mal zurück und haben hinter uns hier die Küchenzeile. Hier haben wir ein Schränkchen, hier haben wir eine Spüle dabei, hier haben wir eine Herdplatte dabei, da könnt ihr euch abends ein paar Samyang-Nudeln drauf machen. Hier haben wir ein Fenster, da geht's raus. Da habt ihr hier nochmal wie so einen Stall, da sind nochmal Alpakas und da vorne sind Esel und da ist lauter so Viehzeug noch verteilt. Hier habt ihr noch Restküche mit, pass auf, hier ist eine Mikrowelle am Start. Mikrowelle. Schrank mit einem grün limettenfarbenen Bosch Toaster, den finde ich besonders cool. Kaffeemaschinen, dann für Tee alles dabei. Hier habt ihr einen Kühlschrank, könnt da was reinpacken. Wir wollen eh nochmal einkaufen. Hier habt ihr eine Tür, die geht zum Bad. Dass ihr, wenn ihr hier reinkommt, habt ihr das Bad mit Dusche dabei. Alles, da steht ein dicker fetter Mülleimer, den habe ich vorhin zur Seite geschoben, dass ich Platz habe, ne? Und ja, ansonsten sieht das hier eigentlich ganz chillig aus. Vor allem, weil ihr getrennt habt, extra hier dieses Wohnzimmer. Denn das ist das Wohnzimmer, in dem wird Marie schlafen. Die hat hier ihr eigenes Bett, hat ja auch ihre Katze mitgenommen. So sieht die aus. Guckt ihr mal die Katze an, die sitzt hier.
hat hier ihr eigenes Wohnzimmer mit Tisch, mit Fernseher. Da haben wir jetzt eine Wickelkommode hier gleich draus gemacht für Jonas mit Windeln, mit Feuchttüchern. Hier habt ihr gleich das Erste-Hilfe-Kit, falls einer stirbt, ne, dass man dem noch eine Binde drum macht. Und hier draußen das Schlafzimmer für die Eltern mit einem großen Kleiderschrank, mit einem Spiegel, mit einem großen Ehebett. Hier hinten haben sie ein Kinderbett dazugestellt, das ist auch schön. Und ich möchte euch direkt mal zeigen, was ich alles mitgenommen habe in den Urlaub. Denn ich habe nur meinen Rucksack mitgenommen und in diesem Rucksack befindet sich nur diese Badehose, ein T-Shirt zum Wechseln, drei Unterhosen, Strümpfe habe ich nicht mitgenommen, ich habe eh Gummilatschen an, da brauchst du keine Strümpfe dabei. Dann habe ich dieses Raupi mitgenommen als Glücksbringer. Ich habe einen Laptop mitgenommen, damit ich den Community Raider Mittwoch schneiden kann, eine Maus dazu, dann hier eine Steckerleiste für die Stromkabel vom Laptop, Ladekabel für Handys, Ladekabel für iPhone, Ladekabel für, keine Ahnung, Kamera hin und her und mein Brettle mit vier Handys. Da ist jetzt mein Haupthandy dabei, mein iPhone, mit dem ich Videos aufnehme und noch Ersatzhandys, falls mal was Krasses passiert. Das ist die ganze Chaise, die ich dabei habe. Ansonsten habe ich ja eine Hose an. Hose habe ich an, ein Hemd habe ich an, eine Mütze habe ich auf, mehr brauche ich nicht. Das ist leichtes Gepäck. Das ist richtig asozial, würden manche sagen, aber mir reicht das. Wir gehen jetzt runter. Ich gehe runter, such mal die anderen. Denn wir wollen dann, glaube ich, noch essen gehen, noch einkaufen und mal gucken, was wir hier noch so erleben. Hier steht das auch nochmal. Werte Gäste, mittwochs findet an der Festscheune ab 18 Uhr ein Grillabend statt. Herr Bauchspieß und sein Team verwöhnen Sie mit Thüringer Grillspezialitäten. Der Typ heißt halt echt einfach Bauchspieß. Das ist richtig genial. Hier, wenn man rauskommt, hat man so einen Anblick. Hier ist so eine Terrasse. Ne? Jetzt steht ihr hier auf eurem Hof. Da unten ist der Hofladen. Und dann könnt ihr hier übers ganze Anwesen blicken. Mit da Spielplätzen, da mit dem Brunnen, da nochmal zum Zusammensetzen. Und da hinten ist die Hofscheune. So, hier seht ihr das nochmal aus der Nähe, nicht aus der Ferne. Hier kannst du also rumklettern. Da kannst du schaukeln sozusagen. Da kannst du dich auch immer hinsetzen. Kannst du Rast machen. Ist so ein kleines Häuschen dabei. Hier so Rindenmulch oder was das sein soll. Da sind wohl Häschen drin, so wie das aussieht. Ist auf jeden Fall alles sehr ländlich, sehr natürlich. Servus Sandra, meine Gute. Was machen Sie denn hier? Ich muss da, der Blinded by the Lights. Ich gebe dir sofort, Moment, ich muss noch hier gucken. Wo? Eins. Ja, nur eins. Der ist ja dick, Mann. Und vor allem schwarz. So, sogar ein gratis Häschen zum Anfassen. Die haben wirklich an alles gedacht. So, überall hier vor der Anlage findet ihr solche Hütten hier, solche Häuschen. Und von der Seite hier so ein super Holztreppenaufgang. Da ist was Braunes, Fälliges. Wahrscheinlich ein Alpaka. Ich kann es von hier nicht erkennen. Es riecht auf jeden Fall bis hierher. Und jetzt macht es ganz viel Dreck und hat sich zu Boden geworfen. Oh mein Gott, ich glaube, es stirbt gerade. Es leidet Höllenqualen. Nein, es hat sich irgendwie gerade am Boden rumgesuhlt. Hallo. Das ist ein Alpaka, genau. So stelle ich mir die vor. Diese nichtsnutzigen, komischen Tiere da, die so komisch riechen. Viel sinnvoller ist als ein Alpaka, ist dieser Esel. Da könnt ihr euch nämlich draufsetzen und durch die Gegend steppen. Das könnt ihr beim Alpaka vielleicht auch. Aber das sieht nicht so lustig aus. Vor allem steht er und liegt nicht im dreckigen Boden rum. Ich glaube übrigens nicht mal, dass das Tiere sind. Das sind bestimmt die Großschwitzer Einwohner. Die sehen halt einfach anders aus. So, das ist der Habanero. Wir sind bei Burger King und haben jetzt hier diesen komischen Bikini Bottom Burger getestet. Wie der schmeckt, das erfahrt ihr aber in einem extra Video. Ich möchte nicht spoilern. So, wir sind jetzt kurz im Lidl, ein paar Getränke natürlich noch kaufen, für den Abend vielleicht. Und was habe ich hier entdeckt? Das gute Perlenbacher Strong 7,9%. Das war unser Meilenbier, was auf jeder Meile getrunken wurde. Musste jeder durch an der vierten Station. Da werde ich mir wahrscheinlich eins mitnehmen und dann habe ich das hier entdeckt. Das kenne ich zum Beispiel gar nicht, das habe ich noch nicht gesehen. Sieht aber auch richtig stark und edel aus. Perlenbacher Export. Premium-Qualität. Kann das Qualität sein, wenn es Perlenbacher ist? Ich weiß es nicht, aber die Dose sieht wieder mal richtig stark, richtig genial aus. Da werde ich mir eins mitnehmen und von dem Strong und dann
habe ich hiervon, das kennt ihr ja vielleicht auch, dieses Steam Brew, das gibt es ja auch immer überall im Lidl. Da habe ich ein Probepack gesehen, das werde ich für den Hannes mitnehmen. Mal für ein Bier-Tasting. Denn das gibt es zwar alles einzeln, das Steam Brew, hier gibt es aber so einen Karton. Das sieht für mich wieder klassisch aus, als müsste man das in einem Video, in einem Tasting probieren. 6 Dosen, 5 Sorten. Wie funktioniert das denn? Das werden wir euch zeigen in irgendeinem Bier-Tasting-Video. Hier in diesem vergünstigt Regal liegt von Yange Premium-Süßwaren irgendein Feuer. Ich kann es nicht erkennen, weil es zugeklebt ist. Kaminfeuer, wa? Lakritz-Bonbons, Erwachsenen-Lakritz, kein Kinder-Lakritz. Richtig räudig wahrscheinlich wieder, statt 85 Cent nur 59 Cent. Ich glaube, da muss ich mir mal einen Beutel mitnehmen. Ach, hier steht's, Küstenfeuer. Extremes, heftiges Erwachsenen-Lakritz. Extra kräftig, dat pfeffert. Küstenfeuer, da nehmen wir eins mit. Und du kannst keine 5 Meter laufen, ohne das nächste Bier-Tasting zu finden. Das wäre genau das Richtige von Hannes. Hier gibt es den Schild nochmal englische Biere und belgische Biere, dunkel und exklusiv. Hier so ein blauer Karton und hier so ein weißer Karton mit belgischen Bieren. Als wir hergekommen sind, haben wir kaum noch was ins Auto gekriegt. Wenn ich jetzt so viele Bierdinger mitnehme, haben wir bestimmt Probleme bei der Rückfahrt, aber ich habe die noch nie gesehen, die würde ich natürlich gerne mitnehmen. So, wieder zu Hause angekommen, Stimmung ist im Keller, aber wir haben Wasser. Das sieht ungefähr so aus. Ich habe noch nie Saskia-Quelle getrunken, glaube ich. Weiß nicht, wie das schmeckt, werde ich dann mal probieren. Und ich habe den Kühlschrank befüllt. Aber guckt euch mal dieses vergammelte Fenster an. Grüße gehen raus. So, und im Kühlschrank habt ihr jetzt unsere super Mini-Bar mit Coca-Cola, mit Pfanne-Eistee. Da ist Milch, da ist Vanille-Pudding, da ist so Kaffeezeug, da ist nochmal Bananensaft, weil Pupsi möchte sich heute Abend ein Weißbier-Hefe, Paulaner, München, Naturtrüb, also so ein Bananenweizen machen. Dann habe ich ja gesagt, ich nehme hier Perlenbacher mit, diese goldene Exportdose, das Strong 7.9 sowieso. Und dann habe ich gesehen, es gibt ja auch dieses ganz normale Perlenbacher Pilz, was ein bisschen aussieht wie Kronbacher. Hier, das ist kein 500er Dosenbier, das ist Coca-Cola in der Bierdosen-Edition. Finde ich auch gut. Und Pupsi hat sich noch 2 Freeway Cola Vanille Geschmack mitgenommen. Eigentlich kommt gleich die Premiere, die ich gucken will. Wir wollen dann aber nochmal spazieren gehen, uns vielleicht dann draußen. Ich zumindest werde mich dann draußen irgendwo mal hinsetzen an den Tisch und werde ein Feierabendsbierchen trinken. Vielleicht, oh mein Gott, da ist ein zweites, ein weißes. Vielleicht laufen wir nochmal an den Alpakas vorbei. Denn neben dem braunen dort ist jetzt da einfach ein weißes, großes, schmieriges. So, Marie und Pupsi sind jetzt noch eine Runde spazieren gegangen. Es ist aber 20 Uhr. Ich wollte jetzt die Premiere schauen, mich einfach mal hierher setzen. Es war so ein stressiger Tag schon wieder. Die Fahrt in den Knochen, den Einkauf, 10 Beutel schleppen. Ich sitze jetzt hier an so einem Tisch. Das ist hier diese Scheune, wo dann auch immer diese Grillabende veranstaltet werden. Ihr seht hier drüben auch, da ist so ein richtig fetter Ofen. Da ist noch Holzkohle, da ist alles Mögliche. Hier werde ich jetzt gleich die Premiere schauen und habe mir hier natürlich diese 3 Perlenbacher hergestellt, Pilz, Export und das Strong. Und ich finde, die sehen alle 3 wunderbar aus. So, was sonst noch geht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nichts. Ich betrink mich jetzt und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen wieder. Das ist richtig komisch. Ja. Hier sieht man schon, dass es hier jetzt langsam... Aber wir... So, ist der nächste Morgen. Jetzt geht's auf zum Frühstück. Von was? 8 bis 9.30 Uhr haben wir Zeit. Können wir euch mal zeigen. Also habe ich ja gestern schon gesagt, dass es hier dann wahrscheinlich aufgebaut wird. Jetzt seht ihr hier auch, da stehen Gläser, da stehen verschiedene Säfte, Milch. Da kannst du dir Kakao machen, Cornflakes sind am Start. Hier gibt's Pudding, hier gibt's Groschwitzer Apfelsaft. Verschiedene Marmeladen, Brötchen, Obst, Gemüse, alles da, Aufschnitt, Käse und ja, dann greift zu, nehmt euch da was von dem Gelumbe und Jonas Schatz, alles Gute! So, was ich schon immer mal machen wollte, ist das Krankenhaus-Sandwich, das so heißt, weil wenn du im Krankenhaus bist, kriegst du meistens vielleicht 2 Scheiben Brot und dann packen die da 4 Scheiben Wurst hin, Käse, Brotaufstrich, Leberwurst, Pflaumenmus, Marmelade, Frischkäse, Streichkäse, alles Mögliche.
Du musst dann immer auswählen, was packst du auf deine zwei Scheiben Brot drauf, und du weißt es immer nicht, wenn du ich bist. Deswegen habe ich im Krankenhaus immer alles auf die eine Scheibe Brot gemacht und dann die andere drauf geklatscht. Das habe ich jetzt hier auch probiert, so ähnlich. Wir haben jetzt hier nämlich ein Brötchen, da ist jetzt Erdbeermarmelade drauf. Da könnt ihr jetzt hier einfach den Käse drauflegen. Ihr könnt die Salami drauflegen. Ihr könnt hier diese, ich weiß nicht, was das ist, drauflegen. Leberkäse, da ist sogar noch so ein komischer Rand. Den muss man bestimmt abmachen. So, Rand ist ab, perfekt. Kommt der Leberkäse auch noch drauf. Ihr habt hier irgendwie so eine Paprikawurst. Die können da noch drauf machen. Leider gibt es jetzt hier keinen Frischkäse oder Quark oder Leberwurst für die andere Hälfte, aber ich habe Nutella gefunden. Das heißt, wir können die andere Hälfte mit Nutella bestreichen. Und dann ist es fast schon ein perfektes Krankenhaus-Sandwich. Jetzt können wir das nämlich nehmen und hier drauf klatschen für das halb perfekte Krankenhaus-Sandwich. Jonas findet es auch gut, wunderbar. Und diese Vielfalt. Guck mal, fette Gans. Fette Gans gefunden. Jetzt komme ich mir schon vor wie Natururin. Hä? Das war die, die uns gestern die ganze Zeit belästigt hat. Die uns so Geräusche gemacht hat. Die immer so rumpfeift und jauchzt und jodelt. Da, jetzt sprüht sie wieder. Jetzt hat sie sich wieder eine neue Coca-Cola aufgemacht. Ey, Bruder, trink keine Coca-Cola. Und weil die Leute immer gesagt haben, das Tunken nicht vergessen, muss man mal kurz so machen. So, das ist auch Tunken, da ist nämlich jetzt Wasser dran. So, von hier dem Eingang mit dem Brunnen kann man hier um die Ecke gehen, zwischen den zwei Hecken durch. Und dann haben wir euch ja schon gesagt, dass hier die Festscheune ist, wo dann auch immer gegrillt wird, man sich zusammensetzen kann. Deswegen habt ihr auch hier einen fetten Holzkohleofen. Steinofen, ich weiß es nicht. Hier ist ein fetter Tisch, da kann man sich zusammensetzen wie ein Stammtisch. Hier habt ihr noch verschiedene Tische, könnt ihr euch hinsetzen. Unter einem Baum, Schatten ist da, Brunnen unten ist Platz. So, das ist der Hofladen, alte Mühle. Und der ist zu. Deswegen bitte im Haupthaus melden, hier gibt's Wild aus der Region. Und hier ist ein Strauch. Jetzt seid ihr gefragt, kleines Rätsel für die Community natürlich. Was sind das für Früchte? Sandra sagt, das sind Äpfel. Marie gleich, das sind keine Äpfel, das ist giftig. Bei Marie ist irgendwie immer alles giftig. Was sagt ihr? Was ist das? Ist das der Todesbaum von der Seven vs. Wild Insel? Ja, nein, vielleicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Wow, solche tollen Aufnahmen. Richtig fett. Während da drüben die Festscheune ist, wo die Leute sich jetzt ansammeln, habt ihr hier noch eine Art Spielplatz, wo hier auch Tische sind. Hier Traktoren stehen, die man sich ausleihen kann. Da habe ich gestern Abend gesessen und habe noch Bier getrunken. Habe den Brunnen im Hintergrund gehört, habe die Grillen abends zirpen hören. Das war richtig ideal. Hier habt ihr auch wieder einen richtig schönen Baum, der gestern Abend rumgeraschelt hat, der bis hoch in die Wolken ragt. Finde ich auch wieder richtig nice. Da liegt ein Kind auf dem Tisch. Richtig nice. So, ihr habt eine Tafel mit Kreide, wo die Kinder es malen können. Aha. Ich sehe schon, ich bin nicht dabei, wie immer halt. Dann hier ein Wurfspiel. Dafür hast du hier diese Wurfringe, die du nimmst und versuchst, hier dagegen zu werfen. Guck mal, habe ich schon den nächsten. Da habe ich noch einen. Da habe ich noch einen. Junge, vor allem schwieriger wird es, wenn ihr versucht, die richtige Farbe an das richtige Ding zu werfen. Einen blauen habe ich noch. Ah, wo fliegt der denn hin? Und einen dunkelblauen. Hey, zwei Stück, bei drei gibt es ein Freibier. So, ein ganz kurzer Blick auf den Spielplatz. Da sind nämlich zwei Kinder, die man jetzt nicht sieht. Deswegen kann ich jetzt ganz kurz mal filmen. Hier ist ein Pilz, da ist ein Haus. Da ist noch so ein Ding zum Schaukeln und so weiter. Da ist auf jeden Fall, kann nichts passieren. Wenn du hinfällst, du landest weich. Weich, dein Stichwort. Apropos weich, das ist auch weich. Das ist nämlich ein schwarzes Kaninchen. Mit einem weißen Po. So, wir sind jetzt hier durch diesen Gang gelaufen und was sehen wir hier neben dem Gebäude? Dass wir vorhin da vorne standen und hier ist nochmal richtiges Freizeitangebot, was wir euch jetzt auch einzeln nochmal zeigen können. Hier könnt ihr zum Beispiel sitzen und Bier trinken. Das ist immer das Wichtigste. Trinkt immer ausreichend Bier, der Körper braucht das. Hier haben wir einen heftig großen Sandkasten mit
Sandförmchen drin. Man hört die ganz im Hintergrund. Man fühlt sich schon, als würde man hier an einem Pool vorbeilaufen. Da sind auch wieder Bagger drin. Das sieht richtig gut aus. Daneben habt ihr hier diesen Baumstamm, der gefühlt komplett ausgehöhlt ist. Da könnte man sich reinlegen und schlafen. Grüße an Natururin, der überall Penner. Da musst du mal drin übernachten. Hinter mir habt ihr hier dieses kleine Gehege mit dem Bagger. Da musst du aber Geld reinmachen und dann kannst du hier ein bisschen ins Katzenstreu hin und her zerren. Das ist auch richtig cool. Da steht ein Tor, da kann man Fußball spielen. Und jetzt müsste ein Ball vorbeifliegen. Genau in diesem Moment. Tor! Zauberei! Wenn ich auf Fußball stehe, der bedient sich hier an diesem Volleyballnetz. Kannst du prima Klimmzüge dran machen. Oha! Hier seht ihr eine Nestschaukel. Aber guckt nicht zu lange hin, das führt zu Hypnose. Wenn wir von diesem Punkt, wo das Freizeitangebot herrscht, weiterlaufen, gehen wir hier an diesen Weg entlang und sehen, da gibt es noch mehr. Da gibt es auch noch Tischtennis, da hat gerade noch die Nationalmannschaft dran geübt. Weil es jetzt aber tröpfelt, sind die abgehauen. Was für Pussys. Grüße gehen raus. Hupsi sagt übrigens, das ist auch eine Wohnung. Also da könntest du auch, hättest dir mieten können, dass das hier dein Häuschen ist und jeder steht davor und guckt rein. Das wäre mir zu gespenstisch. Hier seht ihr den Spielplatz von der anderen Seite aus, zwischen den Gebäuden durch. Bei diesen zwei Bäumen, überall, stehen auch wieder diese Hütten rum, wo ihr euch hinsetzen könnt, also diese Picknicktische. Groß, klein, mit Aschenbecher, ohne Aschenbecher. Und ein ganz besonderes Highlight erwartet uns noch hier. Hier ist nämlich das Ghetto-Fass. Das ist eigentlich mit Wasser dann gefüllt. Das kann man für 100 Euro mieten ab 4 Personen und sich dann die ganze Zeit da reinlegen mit dem Maßkrug, mit dem Hannes und kann dort Bier trinken und gleichzeitig blubbert hier unten alles weg. Wir haben das jetzt leider nicht gemietet, weil es regnet ja sowieso. Wir werden also auch so nass. Guck mal, hier sogar noch ein Ghetto-Ofen mit Holz, damit euch ordentlich eingeheizt wird. Das ist auch nochmal so ein Nebengebäude, wo auch Leute drin sind. Und hier, hat Sandra schon gesagt, es gibt auch Schäferhütten, also Schäferwegen. Schäferwegen. Ich wusste nicht, was ein Schäferwagen ist. Das ist ein Schäferwagen, wo die Schäfer, wenn die Schafe auf der Weide und so, das Schaf immer mit in den Schäferwagen reingenommen haben und haben es dann geschoren. Im übertragenen Sinn. Das könntet ihr auch mieten, da könntet ihr auch rein. Da könntet ihr auch drin übernachten. Da steht auch Hasenhöhle 17 drauf. Hat das andere auch einen Namen? Jetzt muss ich extra mal rüberlaufen. Ist noch so ein Tisch. Hier steht Fuchsbau 18. Hasenhöhle 17, Fuchsbau 18. Ist wichtig, wenn man Pizza bestellt. Betreten des Tiergeheges nicht gestattet. Da habt ihr euren Rundgang um das Gelände schon fast vollendet. Seht ihr hier natürlich, jetzt wo es noch mehr anfängt zu regnen, nochmal eine Hütte. In dieser Hütte befindet sich ein braunes Alpaka. Und wie ihr seht, die Shiny-Variante in Weiß steht direkt daneben. Das guckt irgendwie total niedlich gerade. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Es sieht aber auf jeden Fall. Mir gefällt das Weiße besser wie das Braune. Obwohl, jetzt guckt das Braune auch traurig. Jetzt finde ich beide doof. Weil die mich unter Druck setzen, emotional. So, da ist wieder so ein Tisch. Da geht es wieder zum Haupthaus vor. Und hier kann man langlaufen Richtung Parkplatz. Am Parkplatz hat nämlich alles angefangen. Und hier drüben habt ihr noch die Eselstops, würde Ismo sagen. Die stehen aber jetzt da hinten an der Mauer. Ich bin mal ein bisschen näher dran, in der Hoffnung, dass man das vielleicht jetzt nochmal sieht. Da ist ein Esel, da ist ein zweiter Esel. Die stehen halt da und eseln so vor sich rum. Weil was mir jetzt erstmal aufgefallen ist, hier in der Hütte, da ist das Licht, ne? Dann habe ich jetzt die Tür aufgemacht und dann, pass auf, ich. Also man hätte es fast denken, guckt mal, wie knapp das ist, ja? Das ist so knapp, das ist deutsche Handwerkskunst, glaube ich. Und jetzt noch an die Birne fassen. Ah! So, kennt ihr das noch aus der Kindheit? Das ist der sogenannte Treppenspringer, Treppenhüpfer. Und der geht so. Warte, oder auch nicht. Ja, wir werden uns mal noch eine vernünftige Treppe suchen. Oder versuch's noch mal von oben. Was? Ja?
Kennt ihr das? Marie kann das nicht. Die dachte, das ist ein Hüpfseil. So, und jetzt habe ich ihn erwischt, ohne dass jemand drauf ist, damit ihr das mal seht. Da kannst du klettern, da kannst du schaukeln, guck dir das an. Da kannst du hier auch klettern, da kletterst du nochmal hier und hier hat vorhin Marie noch drauf gesessen. Das sieht aus wie ein Rayquaza, oder? Ein legendäres Pokémon. Halt in braun, die Gala-Version. Ach so, ja, und hier ist noch halt so ein Haus. Aber nicht vom Nikolaus. Und da ist noch so ein Wurfring, welcher Geisteskranke. Den müssen wir wieder dahinter tun. So, Mission Wurfring. Erfolgreich gerettet. Sogar am richtigen, sogar am weisen. Jetzt haben wir sie erwischt. Die Eselstops, würde der Ispo sagen. Elektrozaun. Nein, guckt euch doch mal diese schönen Tiere an. Wie die hier mit ihren Nasen auf dem Boden rumschnüffeln. Das ist doch richtig herrlich. Das ist Land. So, schaut euch mal dieses lustige Männchen an. Das steht hier einfach so am Straßenrand, grinst fröhlich und hat ein Schild in der Hand. Vorsicht, hier freilaufende Wildkids. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Strandbad an einem Stausee in Hohenfelden. Weil den Girls ist es richtig heiß und deswegen wollen wir gucken, ob wir uns irgendwo eintunken können.